Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Elex. Ina hat mir ausgenommen, ne? Diesen Deppen. So. Ich will nur mal gucken. Hier ist nichts. Okay. Man weiß ja nie. Nächste Quest. Was hat er denn noch gehabt? Das könnte schwer werden. Vier Kampfmaschinen. Das könnte definitiv schwer werden. Ich mache erstmal das. Zum Duke, da wissen wir ja, wo der ist. Was habe ich da eigentlich noch markiert? Wir sollten auch bald mal wieder pennen. Also ich hatte 9 Heiltränke. 9. Tag. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja. Und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So,
Und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Mhm. Eine Frage hätte ich da doch noch. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Der Kerl widert mich an. Wir zwei können uns auch gerne unter vier Augen unterhalten. Okay. Mach ich doch gern. Mein Freund. Hast du vielleicht ein Bett hier? Irgendwo? Nein? Arschloch. Hasse dich. So, hast du auch etwas Interessantes zu erteilen? Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Wie komme ich denn runter ins Raketensilo? Reden hilft nicht immer. Soll ich mal sagen? Nee, vermutlich. Ich kann nur schlecht da runterspringen, oder? Ich meine... Das muss doch einen Weg geben, da runterzukommen, ohne in den Tod zu springen. Was bist du eigentlich? Was soll das werden? Folter durch Todquatschen? Ich spucke auf jeden, der sich Kalans Willen nicht unterwirft. Mhm. Ah, hier. Das sieht nach einem deutlich günstigeren Weg aus, als da runter zu springen. Auch mit Raketenrucksack und sowas ist ja, ne? So. Hey, was willst du von mir? Nix. Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Ich bin nur kein Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Als ob die dich gehen lassen, Junge. So. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn?
Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Ah, eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Reisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Okay. Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Okay. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein! Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon! Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik.
Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Und okay. Das ist dein Argument. Also mach schon. Besorgt mir den Kram, den ich brauche, sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Hat er gerade unseren Geist manipuliert? Vielleicht. Aber ist nicht eigentlich unsere Aufgabe, dass er das Ding nicht... Das gehört ja zu der Quest, also. Gut. Eine Selex. So. So, jetzt gehe ich wieder hoch und dann gibt es ja da oben noch den Kleriker. So, und da war ja was mit seiner Einheit. Was soll das werden? Das würde ich nämlich auch gerne noch machen. Wo ist das? Gar nicht so weit weg. Ich würde aber erstmal gerne ein Bett finden. Da muss es doch Betten geben. Vielleicht ein Bett. Sieht nicht so aus. Bett. Ich will doch hier nicht ewig weit rennen. Bei dir gibt es auch nichts, sondern Red. Ach, Red. Ich dachte, wir sind Freunde. Wo war denn der Puff? Willst du wissen, was ich im Müll gefunden habe? Oh, da ist ein Bett. So. Erstmal alles wieder aufgefüllt. Oh. Die Nebenwirkungen meiner letzten Meditation am Elex-Vorkommen machen mir sehr zu schaffen. Wenn ich nicht bald mehr pures Mana bekomme, fürchte ich, verliere ich einen Teil meiner selbst. Oh, ich hab doch aber... Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Hallo? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Gut. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Ha, schön. Gut. So. Bisschen pures Mana hatten wir gefunden. Jetzt müssen wir erstmal aus der Hütte hier raus. Diesem Scheißhaus. An dem da will ich aber nicht unbedingt vorbei. Ich weiß nämlich nicht, ob der auch versucht, uns Geld abzunehmen, wenn wir rausgehen wollen. Wer seid ihr denn? Lucy. Bist du unsere Verstärkung? Nein. Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache? Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Na, immerhin. Sieh einer an. Ein Berserker. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter.
Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davonkommen. Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Fort fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Nein. Nein. Wenn du doch noch hingehen solltest, tu mir bitte einen Gefallen. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Okay, der will was hier aus dem Fort. Das können wir dann auch gleich noch machen. Können wir nicht sofort noch machen? Hier geht's ja wieder rein. Machen wir aber in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.